Wie gesagt, ne, man kann ja sagen, wir haben bestehende Prozesse, die sind qualifiziert, die sind ISO-zertifiziert, wir fassen sie nicht an. Ne? Ist der Ansatz für einen bestimmten Industriezweig. Also wenn wir jetzt hier wirklich mal gleich damit anfangen, wie denn die prozesstechnischen Potenziale sind und wie Forschungsergebnisse in die Produktion kommen, muss man da wahrscheinlich schon selbst in der Produktion von einer Zweiklassengesellschaft ausgehen. Die erste Klasse sind die, die wirklich agil und schnell etwas ändern dürfen und können. Das heißt, wenn ich elektrische Osterhasen löte, habe ich was völlig anderes, als wenn ich Steuergeräte für die neue S-Klasse baue. Der eine kann ja einfach sagen, du, wir haben jetzt einen neuen Motor, der ist nur noch halb so teuer, lass uns doch den klatschenden elektrischen Osterhasen mit einem anderen Motor ausstatten. Dann änderst du ein paar Sachen, hast dieselbe Lieferzusage für diesen Motor und änderst den. Wenn du dasselbe im Steuergerät der S-Klasse irgendwann im Laufe der Lebenszeit dieser Baugruppe machst, dann warst du die längste Zeit Zulieferer. Das heißt also schon, die Denke ist eine andere, oder? Bedingt. Ja, also bei den Steuergeräten hast du, du musst Änderungen anzeigen in Ebene 1. Du hast aber auch in der Regel einen Freiheitsgrad in der Ebene 2, Änderungen, die nicht anzeigepflichtig sind. Quasi, und da kannst du frei agieren. So, und dieses ist natürlich wieder vom Produkt und vom ja, Verbraucher, ne, in dem Moment, ne, also vom Kunden irgendwie ist ein bisschen unterschiedlich. Aber die wirklichen Forschungserkenntnisse, also wenn du zum Beispiel wirklich davon ausgehst, es gibt Veränderungen in der Sichtweise von Lotverbindungen, es gibt Veränderungen der Sichtweise von Technologien, von Kleben, von Zuverlässigkeitsaspekten, die vielleicht die Raumtemperatur in einem Fügeprozess, in einer Halle oder sonst was annähern. Wie ist denn jetzt die ehrliche Frage zu beantworten, wenn du dem Zulieferer sagen könntest, du pass auf, wenn du deine Raumtemperatur hier während der gesamten Verarbeitungskette um 3 Grad runterschraubst, könnte ich dir sagen, die Topfzeit des Klebers verändert sich positiv. Dementsprechend hast du auch einen völlig anderen Diffusionsprozess über die nächsten 20 Jahre in deiner Baugruppe, weil nämlich vor Curing hast du das und das und das. Das ist eine Erkenntnis, die du zum Beispiel vielleicht in einem langlaufenden Projekt machst. Aber kann der das wirklich einfach so entscheiden? Ich glaube, der Osterhasenmann kann das. Ich glaube, für den, der Zulieferer bei Mercedes ist, hast du ein echtes Problem. Richtig. Na, weil, also der hat dann Tatsache das Problem, wenn im Lastenheft definiert sind Prozessfenster, dann darf er die aus freien Stücken nicht verändern. Na, und diese Lastenhefte, zumindest bei den OEMs, die sind mitunter irgendwie pro Baugruppe, also pro Steuergerät, haben irgendwas um die 160 Seiten. Manche sind sehr stark definiert. Also im Endeffekt, sie dürfen was ändern, dann muss aber der Zulieferer, und da reicht es nicht nur, ich habe gehört, dass es besser ist, sondern dann muss er im Endeffekt die komplette Qualifizierungslinie, ja, also die Robustness-Test, die dann bei den Automobilisten basierend auf der LV124 Plus ist, nochmal durchlaufen. Das sind, wenn es Tatsache so eine Änderungen sind. Na, gut, es gibt Änderungen, die sind freier. Es gibt Änderungen, die, also ne, in der Anzeigepflicht freier. Es gibt Änderungen, die sind nicht in der Anzeigepflicht frei. Und dann muss im Endeffekt dieser Qualifizierungsprozess, sei es irgendwie auf Bauteilebene ICQ oder sei es auf Baugruppenebene aus Sprachgebrauch, also das komplette Steuergerät inklusive Stecker vom Auto für den Automobilisten, diese komplette Testerei durchgehen. Und das sind mitunter Zeitaufwände, die zwischen einem Vierteljahr bis einem Dreivierteljahr dauern können. Aber das heißt doch, dass man da jetzt schon anfangen muss, auch zu überlegen,
selbst wenn in so etwas wie dem Fraunhofer Institut Sachen gefunden werden, die jetzt Prozesse, Technologien oder vielleicht auch nur einzelne Steps angehen, man ja da so ja schon die Frage stellen müsste, ist denn die Aufbereitung, so wie sie Usus ist, überhaupt zielführend für einen Transfer in die Industrie? Oder hat man mit dieser Veröffentlichungspflicht in Fachmagazinen zwar seine Pflicht und Schuldigkeit getan, dass man sagt und angezeigt hat, wir können das jetzt, wir haben das und das rausgefunden. Man hat ein Paper, man hat vielleicht auch auf einer großen Konferenz oder auf einer großen Messe das vorgestellt. Nur damit hat man ja eigentlich erst diesen ersten kleinen Stein in der gesamten Kette, den der spätere in Anwendung Bringer bräuchte, hingelegt. Und dann müsste erstmal jemand sagen, ja, das ist total toll von euch, dass ihr das rausgefunden habt. Aber ehrlich, Jungs, davon habe ich nicht allzu viel. Sagen wir mal so, ja, es ist der erste Keim, ne, es ist der erste Stein. Durch die Veröffentlichung wird der Kreis ein bisschen größer im Teich. Na, aber es ist ja im Endeffekt irgendwie, du musst ja im Endeffekt die komplette Betrachtungskette mit reinnehmen. Das heißt irgendwie, du machst eine Veränderung im Prozess. Und da musst du nachweisen, was ist der positive Benefit dadurch. So, das heißt irgendwie, na, dein Beispiel war gerade, 20 Jahre längere Lauf, also ne, geringerer Diffusionsprozess, irgendwie, du reduzierst einen Fehlermechanismus, den du in der Regel thermisch feuchte willkürlich definierst. Diese Übersetzung in Lebenszeit und Anwendungsgebiet. Die wird dann schwierig, weil der dominierende Fehlermechanismus immer, ne, dann spricht man gerne vom Mission Profile. Mission Profile definiert sich durch Anwendung. Automobilisten haben Mission Profile so und so definiert. Industrieelektronik, da ist ein bisschen weniger Feuchte, mehr Schadgase und mehr Öl und so eine Geschichten alles und chemische Belastung und Energieversorger. Und damit veränderst du die Belastungsgrößen? Ja, und in der Regel die einfachste Belastungsgröße, weil sie durch Arrhenius relativ gut definiert ist, ist Temperatur. Ja. Feuchte ist schon ein bisschen schwieriger. Vibration ist viel Testerei. Na, also Temperatur inklusive Temperaturwechsel. Na, und dann geht es dann weiter, dann fängt an irgendwie Elektrochemie, das heißt Schadgase, überhaupt Gaseinflüsse, auch Materialeinflüsse. Und diese ganzen sich vorstellbaren Belastungsgrößen reagieren je Anwendung unterschiedlich stark, sodass du unterschiedlich getriebene, bezogen auf Aktivierungsenergie, dominierende Fehlermechanismen hast. So, und das heißt, wenn du einem Automobilisten, also einen Tier 1 oder einen Tier 2, also Zulieferer aus Mehlindustrie sagst, härte den Kleber so aus, dann bleibt er stabiler, ist, ne, oder im Endeffekt das Polymer nimmt weniger Feuchte auf in deinen Belastungsbereich. Heißt es noch lange nicht, dass das genauso gut umsetzbar ist für die Energiefraktion, also für Leistungselektronik im Bereich Windenergie oder Photovoltaik. Das heißt doch aber im Grunde auch, dass wir eine riesen Reaktionshysterese in so einem System haben, egal wohin man das ausrollen will, die immer wieder bestimmt wird durch die einzelnen Kennzahlen der wirklichen Systeme, ob das jetzt eben der Energiesektor ist, ob es Transportation ist oder Aerospace oder sonst was. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ja nur den ganzen Tag mit Startups, mit kleinen, netten Speedbooten zu tun, die eigentlich jeden Tag das Rad neu erfinden wollen. Die überlegen sich, ob sie die Felge anders machen können, ob sie die Speichen nicht weglassen können. Die lassen sich jeden Tag etwas Neues einfallen. Wenn
man das gesamte System über den Weltmaßstab dummerweise sehen muss, schießen wir uns nicht eigentlich selber in den Fuß, weil wir zu viele Formalismen haben und eigentlich auch zu viele Ressentiments, um wirkliche Neuerungen, die möglich wären, rechtzeitig einzuführen. Es gibt wahnsinnig viele Normen. Ja. Na, und manche Normen widersprechen sich da. So, und im Endeffekt geht es, na, also sagen wir mal so, wenn das Ziel, na, und das ist ja eigentlich das Ziel, ich mache was, damit ich ein System habe, was auch über einen doch langen Zeitraum zuverlässig sein Dienst ja, tut. Ja? Und also zuverlässig funktioniert, ohne irgendwelche Fehlsignale. Dieses musst du absichern für Automotive, 8000 Betriebsstunden im Verbrennerbereich, Kalenderlebenszeit für Elektromotive 15 Jahre mal 365 Tage, wenn du am Antriebsstrang oder beziehungsweise wenn du am Batteriestrang bist. Und dieses möchtest du aber eigentlich, du willst ja keine 15 Jahre Zeit nehmen, um dann von deinem Eingangspostulat, das ist jetzt zuverlässiger, nach 15 Jahren sagen zu können, ich habe es nachgewiesen, es ist zu viel zuverlässiger. Sondern du willst Aber es beschleunigt jetzt treffen. kommst du genau zu dem Punkt. Wir arbeiten also immer in Zyklen, aufbauend auf dem davor. Aber gerade im Bereich Automotive. Jetzt kommt die kleine, niedliche Firma Tesla und überholt die komplette deutsche Autoindustrie im Bypass. Weil die einfach sagen, nö, machen wir anders. Die haben nichts, auf was sie aufbauen müssen, aus alten Technologien, alten Prozessen. Die können eigentlich jeden Step einzeln neu erfinden. Ich habe irgendwann mal in den 19 in Russland gelernt, dadurch, dass die auch immer Probleme mit ihrer Automobilindustrie und der Kapazität hatten, haben die einfach, wenn die ein neues Modell entwickelt haben, nicht das alte Werk geschlossen und daneben neue hingestellt, sondern die haben beide parallel weiterarbeiten lassen. Deshalb werden da stellenweise Autos mit den Konstruktionsdaten von 1954 gebaut, während nebenan drei neuere Fabriken stehen, die einen bauen seit den 70ern, die Evolutionsstufe 2 und so weiter und so fort. Also gehen wir vielleicht auch mal, wenn man über prozesstechnische Potenziale denkt, auch den falschen Weg, indem wir immer an den tradierten Fertigungsstätten, an den tradierten Flüssen festhalten und einfach nur Evolution 1, Evolution 2, Evolution 3 aufbauen. Ist es vielleicht wirklich sinnvoller, um in diesem höher, schneller, Weiterkampf wenigstens vorne mit dabei zu sein, zu sagen, okay, lass uns die Hütte abbrennen und eine neue bauen? Oder ist das falsch? Kann man machen. Es wird viel auf alte Erfahrungswerte aufgebaut. Ja, und im Endeffekt ist es so, es kann gut gehen, es muss nicht gut gehen, weil man lernt nur aus Negativerfahrungen. Positiverfahrungen nur behält man bei, hinterfragt man aber nicht. Ja. So, und dann kommst du relativ bald an einem Punkt, wo positiv der positive Effekt umswitchen kann in negativen Effekt und du kannst aber nicht sagen, warum. Ne, nur weil was bislang in der Vergangenheit gut funktioniert hat, ne, es funktioniert ja, ich muss mir die Zeit nicht nehmen, gerade bei schneller, weiter, größer, muss ich mir die Zeit nicht nehmen, um dieses zu analysieren, warum es eigentlich funktioniert. Ich bin zufrieden, weil es funktioniert. Also kümmert, ne, und ich habe genug Sachen, die voraussichtlich nicht funktionieren und um die muss ich mich erstmal kümmern. Aber da sind wir jetzt quasi ja schon bei Punkt 2 hier von unserer Folie, bei diesem, ist denn Wissens- und Innovationsmanagement überhaupt ein Thema? Für mich mit diesen kleinen Speedbooten, mit denen wir da immer wieder zu tun haben, ist es ja relativ simpel. Wir versuchen die überhaupt erstmal auf ein, sagen wir mal, prozesstechnisches Grundschulniveau zu kriegen. Weil die meisten von denen haben eine tolle Idee für ein Produkt oder auch für ein Zwischenprodukt, nur die haben alle so gut wie keine Ahnung von Fertigung. Wenn ich aber Ahnung von Fertigung habe, ist es ja nicht zwingend Bestandteil meiner Fertigung, ein bestehendes System von Etablierung, dass ich eben ein Wissensmanagement, also
auch Weiterbildung für meine Mitarbeiter. Passiert das alles nur auf Messen, auf dem Flur, auf dem Weg zur Toilette, dass die mal was Neues hören? Oder sehe ich zu, dass wir zum Beispiel in einzelnen Industriezweigen auch immer wieder Bulletins mit den prozesstechnischen Neuigkeiten? Gibt es denn zum Beispiel ein Fraunhofer TV, so ähnlich wie Ranga Yogeshwar für die Allgemeinbevölkerung? Gibt es sowas von Fraunhofer für verschiedene Industriezweige? Gibt es denn sowas überhaupt, dass die Industrie die Möglichkeit hat, sich schnell und effizient? Oder müssen die sich das alles überall zusammenstoppeln und sind da eigentlich von, oh Gott, ist das für mich relevant oder nicht relevant, vollkommen erschlagen? Wie soll das funktionieren? Diese Möglichkeiten gibt es. Also da gibt es auch diese Informationsmöglichkeit der Fraunhofer-Institute. Dieses wird auch teilweise gemacht, aber was es nicht gibt, also da ist die Fraunhofer-Gesellschaft ja wieder einfach zu breit mit ihren 74 Instituten, weil dann wird so viel, also da fehlt dann der Punkt der zielgeführten Informationsübergabe. Ich denke, dass viele Sachen irgendwie, die wir bei Fraunhofer entwickeln, die werden ja in öffentlichen Projekten mitunter entwickelt oder direkt für die Industrie und die bleiben dann einem kleinen Kreis verbunden. Gerade bei öffentlichen Projekten hat man zwar die Pflicht der Veröffentlichung, der breiten Streuung, aber ich denke schon, oder es wird schon oft so sein, dass die komplette Informationsbreite, die notwendig ist, um für mich selber entscheiden zu können. Es ist für mich jetzt so, dass ich, und jede Veränderung in meinem eigenen Laden bedeutet, dass ich im Endeffekt in Vorkasse gehen muss. Ich muss irgendwie Geld in die Hand nehmen. Und da wird es zu wenig Informationen geben, dass ich das im Gegenzug für meine eigene Aktivität in einen geldwerten Vorteil aufwerten kann. Das heißt also, dass aber auch natürlich auch so eine Kundenzusammenarbeit ist ja vollkommen klar. Wer jetzt mit einem Fraunhofer-Institut an einem Verbundprojekt arbeitet, der erwartet sich ja davon auch eine nicht unerhebliche Markteintrittsbarriere für die Wettbewerber. Das ist einfach so. Richtig. Der baut für sich selber ja technologische Firewalls, um zu sagen, du, ich weiß jetzt übrigens dreimal besser, wie das kleben geht als du. Richtig. Dementsprechend bin ich jetzt hier einen Tick weiter vorne. Das verstehe ich ja vollkommen. Mir geht es ja bloß eher darum, seit den 80ern hört man von, also alle 2 Jahre wird ja eine neue Sau an Qualitätsmanagementsystemen und generell Managementsystemen durchs Dorf getrieben. Aber gerade in so einem Hochwissenschaftsland wie Deutschland müsste es ja auch eigentlich, sagen wir mal ehrlich, ein System geben, wie wir es schaffen, so schnell und so fundiert wie möglich, zumindest, dass es neue Lösungen gibt, dass du jetzt nicht sagst, es kriegen alle erstmal vollen Technologiezugriff und alle können genau dasselbe in derselben Qualität das verstehen. Aber dass wenigstens auch aufgezeigt wird, du, da gibt es Veränderungen. Du bist gerade vielleicht 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre hinter der Technologie. Es kann ja durchaus sein, dass das für dich vollkommen ausreicht, weil du eben elektrische Klatschhasen machst. Wenn ich aber Herzschrittmacher baue, dann möchte ich ja vielleicht auch wirklich wissen, warte mal, in der Langzeitbetrachtung für genau den Batterietyp, den ich einsetze, gibt es jetzt mittlerweile neueste Erkenntnisse, dass wenn Leute dauerhaft über 3000 Meter Höhe mit diesen Herzschrittmachern leben, könnte irgendwann diese Batterie in sich zusammenfallen. Das wäre ja total toll für mich, das irgendwann zu wissen. Aber wenn ich da quasi niemals im Loop bin für die Information, dann habe ich ja von dem ganzen Forschungsgedöns ja nicht, oder? Also ich denke schon, dass da wird eine ganze Menge veröffentlicht, da wird eine ganze Menge irgendwie auch nach außen getragen. Aber in dem Moment, wenn es nach außen getragen wird und diese neuen, und du hast es gerade ja selber angesprochen, viele Projekte mit Industriebeteiligung gestalten sich ja so, dass direkt an der Entwicklung, also ein Schritt schneller vor der Endveröffentlichung der Projektendergebnisse, im Endeffekt der Industriepartner oder die industriellen Partner an den ersten Ergebnissen partizipieren können, sie für sich selber bewerten können und darauf reagieren können.
Wenn im Endeffekt das Projekt gelaufen ist, die Abschlusspräsentation passiert ist, nach einem halben Jahr ist muss der Bericht online sein, dann ist wieder gerade bei diesem Thema schneller, größer, weiter, hat man ein Stück weit Zeit verloren. Na, und dann wissen es auch alle. Das heißt, und es im Endeffekt, unser Markt ist ja mit Konkurrenz aufgebaut. Na, heißt ja immer so schön, die Konkurrenz beflügelt den Markt, beziehungsweise die Applikationen. Und da ist dann einfach, dann habe ich diesen Vorsprung nicht mehr. Na, und dann irgendwie, wenn ich, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ist es wirklich für mich das, was weh tut? Na, dann, und alles, was weh tut, dafür muss ich Geld in die Hand nehmen. Aber mein Konkurrent hat die gleiche Information wie ich und dem wird es auch weh tun, der kann es auch. Das heißt, ich habe keinen Vorsprung. Und dann ist natürlich eher die Suche nach was, was ich exklusiv für mich erstmal nutzen kann. Weil das gibt mir den Vorsprung. Aber dann wundert mich, also wenn man das System wirklich so sieht, wundert es mich extrem, dass es nicht in zumindest mittelgroßen oder großen Unternehmen noch eine viel größere Anzahl an, nennen wir es mal, Technologie-Scouts oder Kaffeesatzlesern gibt, die sich wirklich umtun. Denn also für diesen etablierten Prozess der Generierung von Technologien, Prozessen, die eben in Fraunhofer, Leibniz, Pipapo entwickelt werden, passieren doch eigentlich relativ wenige direkte Anfragen aus der Industrie. Also die müssten doch eigentlich jeden Morgen vor dem Institut vor der Tür stehen und sagen, so, Palim, Palim, ich komme übrigens von Firma XYZ. Habt ihr da irgendwas Neues? Aha, mit einem Konkurrenten? Gut, könnten wir auch was zusammen machen in dem Bereich? Das passiert ja nicht, sondern die arbeiten ja scheinbar im Moment alle nur ihre Aufträge ab. Und sind dann baß erstaunt, wenn sie mal irgendwo auf einer Messe oder einem Kongress, oh, wie? Seit 3 Jahren schon? Ja, völlig neues Material. Oh, ja, da, schicken Sie mir mal eine Probe. Sagen wir, na, wie gesagt, sagen wir mal so, diese Scouts werden unterwegs sein, ja, aber die Grundstruktur ist Tatsache, na, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ich lerne nur aus Fehlern, na, und solange im Endeffekt ein Produkt läuft, ich mit dem Produkt keine Probleme habe, das heißt, dass das Produkt eine Cash-Cow ist. Je länger ich es produziere, umso billiger in Summe wird oder umso kostenoptimierter wird im Endeffekt für mich das System, weil na, diesen ganzen Ansatz vorne Entwicklungskosten, den ich ja dann über Bauteile oder verkaufte Teile immer wieder mit einrechne, irgendwann komme ich in einen Break-Even. Und habe im Endeffekt die Investitionskosten durch die Gewinnmarge erledigt. Und dann irgendwie verdiene ich nur noch Geld damit. Solange ich da keine Einschränkungen in der Funktionalität, in der Zuverlässigkeit bekomme, muss ich doch nichts ändern an dem System. Genau. Das heißt also, es ist eigentlich eine Leidensdruckfrage. Richtig. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also zumindest ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du dich zu lange zu sicher fühlst, kommt irgendwann einer vorbei und überholt dich. Also ist so ein bisschen vielleicht mein Gefühl oder meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren. Ich habe ja auch das ein oder andere Kleinstunternehmen in Sand gesetzt und habe auch. Andere haben eine Altersvorsorge, ich nicht. Das habe ich alles verloren in irgendwelchen Startups. Da kommen wir aber zu dem dritten Punkt, Optimierung durch Machine Learning. Du sagst ja mal, man lernt durch Fehler. Jetzt hört man ja immer wieder, dass aus ganz, ganz vielen Projekten und auch aus ganz vielen Versuchen ja eigentlich die Datensätze der letzten 20 Jahre irgendwo rumliegen. Die Erfahrungen vielleicht du würdest aus demselben Projekt einen anderen Erfahrungsschatz mit rausnehmen,
wie der Herr Westermann, weil Herr Westermann merkt sich sowieso nichts. Ich bin froh, dass ich mir den Namen merken kann. Jetzt haben wir ja wirklich die Frage, würde es sich denn lohnen, wirklich nochmal alte Daten aufzubereiten und die durch eine künstliche Intelligenz nochmal sichten zu lassen, die vielleicht andere Zusammenhänge oder andere Schlüsse zumindest vorschlägt oder mal nachfragt, als wie sie mit unserem kleinen, beschränkten menschlichen Hirn hinkriegen. Wir kommen ja später noch zu, es gibt ja ein paar Einsatzszenarien, wo KI und Machine Learning funktioniert, aber würde sich sowas auch über prozesstechnische Veränderungen der letzten 10 Jahre noch mal lohnen, solche Datensätze einzulesen? Wenn diese Datensätze in einem Format, ne, also sagen wir mal so, Datensätze von den letzten 10 Jahren, die werden andere Formate haben, die werden, ne, also da wird es einfach praktikable Probleme geben, weil es wird einen relativ hohen Aufwand bedeuten, den Datensatz so zu übersetzen, dass im Endeffekt eine KI damit umgehen kann. Ja, im Endeffekt müssten die Datensätze auch alle gleicher Natur sein, weil ich ja Bewertungskriterien definieren muss, auf die oder Parameter definieren muss, auf die die KI in schlussendlich optimieren kann und auch reagieren kann. Wenn ich das nicht machen kann, weil irgendwie einmal habe ich ein JPEG, einmal habe ich einen Textfile, einmal habe ich, na, dann macht das wenig, also na, dann ist der Aufwand größer, ja, als wenn ich mir ein Problem vornehme und sage, okay, ich überspringe den Erfahrungswert und setze einfach neu von vorne an, also ich gehe einfach auf die grüne Wiese und gucke mir das Problem einfach nochmal von unten an. Könnte da nicht wenigstens so eine Art, nennen wir es mal Crawler, für alle meine digitalisierten Datensätze hilfreich sein, den ich zumindest mal im Bereich Buzzword-Bingo so füttern kann, dass ich meine, okay, ich will auf der grünen Wiese das nochmal neu durchtesten, aber such mir doch wenigstens erstmal alles aus Draht, Bonden, Biegeradius kleiner 50 Mikrometer und so weiter und so fort. Also, dass ich eine gewisse Einschränkung machen kann, um die zu sichtenden Datensätze eben zu reduzieren. Und ich nicht einen Wissenschaftler 3 Monate ins Archiv schicke, der nachher mit einem kleinen mittleren Pkw-Anhänger ankommt und sagt, hier, ich habe dir mal was rausgesucht. Ich tippe, das ist das, was du meinst. Also könnte denn da schon diese Minimalstintelligenz von Crawlern, die eben auch aus einem JPEG oder aus einem TIFF, aus den Pixeln sich zum Beispiel was rauslesen können, das Ganze auch mittlerweile, kann das denn wenigstens helfen? Oder ist das auch vergebene Liebesmüh? Das ist immer eine Frage, wieder, wie viel Aufwand stecke ich rein? Na, auch dieses muss ich erstmal wieder, am Ende dieses Ergebnis muss ich wieder bewerten, muss da auch wieder rangehen und sagen, okay, ist es dann überhaupt in die Ausgangsrichtung gegangen? In die Informationsausgangsrichtung, wo ich eigentlich hin wollte, kriege ich das raus und im Endeffekt muss ich ja noch bewerten, ja, ist es vertrauenswürdig, das Ergebnis, oder ist es nicht vertrauenswürdig, das Ergebnis. Das heißt, ich kann da nicht blind reingehen und sagen, okay, ich habe da jetzt alles rausgejagt oder alles durchgejagt, kriege im Endeffekt eine Essenz raus, die ich in einem Zeitraum von 8 Stunden mal überblicken kann, ja. Na, sondern im Endeffekt muss ich ja diesen Weg nochmal nachvollziehen, ist es denn überhaupt richtig gewesen, was der Crawler irgendwie, wie der Weg bewertet oder wie der Crawler jetzt die Daten bewertet hat. Das heißt also, deshalb hatte ich ja auch als Beispiel mal AOI, also automatische optische Inspektion oder Wareneingangsprüfung Web mit angegeben. Da haben wir relativ simpel, es wird ein Bild aufgenommen, on the fly. Der macht dann 100.000 Bilder von ein und demselben klatschenden elektrischen Osterhasen und kann dir eben sagen, du, bei jedem dritten ist die linke Schelle so ein Tick verbogen. Dann fragt er mich halt noch im tolerablen Bereich oder nicht und dann kann der das lernen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch für eine künstliche Intelligenz wie für einen Menschen Bulettenbrater bei McDonald's. Das ist ein relativ simpler, niedrig Intelligenz voraussetzender Job. Also auch für eine KI, die jetzt dann quasi klatschende Osterhasen bewerten soll, anhand von gelernten Mustern, anhand von vorgefertigten Rahmen, in welchen sich die Toleranz von verbogenen kleinen Klatschbecken bewegen darf. Oder ist das zumindest für den Anfang schon mal ausreichend, um zu sagen, und später können wir mit 400 Kameras im Innenraum auch den kompletten Aushangstest von der S-Klasse machen? Das ist ja auch nicht unbedingt, also sagen wir mal so, 400 Kameras für die S-Klasse, ne? Den Ausgangstest zu machen, dann hast du ja auch wiederum, ne? Also was theoretisch ist diese optische Erkennung noch keine KI, weil du machst einen Ist-Vergleich mit einem Vorbild. Das heißt, du hast 0 und 1. Passt das rein oder passt das nicht rein? Bestenfalls gibt es noch eine Messung oder eine Entscheidung, ne? Wie groß ist die Verwölbung von der linken Schelle? Ja, das heißt, irgendwie auch da muss ich ja vorher definieren, was ist Schelle? Ja, das ist dann im Endeffekt im Bild habe ich dann im Endeffekt 3 Pixel anstatt 2 Pixel und tut mir dieser Pixel weh? Ja, und das macht man dann durch eine Abfrage, ja, nein. Aber im Endeffekt wird ja kein aus der KI keine, oder ne, KI bedeutet ja, dass du auch andere, dass im Endeffekt Entscheidungen vorgetroffen werden, ne, dass eine Auswertung aus, ne, bei einer Betrachtung von Fehlerfällen, das ist der dominante Fehlermechanismus, weil irgendwie bei 80% zeigt sich genau dieses Bild, ne, dann gibt es eine Entscheidung. Da ist ja nur, also bei der AOI ist es ja nur, ich habe ein gematchtes, also ein geteachtes Bild. Dann mache ich aber einen Weißabgleich, wie auch immer, einen Pixelvergleich. Und dann heißt es, passt das innerhalb meiner Toleranzen, die ich definiert habe, oder passt das nicht? Das ist ja noch keine KI. Ja, die KI kommt ja in dem Moment, also zum Beispiel bei der AOI auch zum Einsatz, indem du eben wirklich sagst, es ist ein x-beliebiges Objekt. Also du musst vorher nicht mal mehr mit SolidWorks-Daten rein, nicht mehr mit Gerber-Daten oder sonst was, sondern du hast einen Tisch, schmeißt ein Gerät hin und sagst, hier, guck mal. Und das machst du 100 Mal und danach sagt er dir, du, also 80 sahen sehr, sehr gleich aus. Ja. Bei 20 hätte ich mal eine Frage. Warum ist da jetzt eigentlich eine Delle in der linken Schelle? Dann sagst du, reime nicht KI, und freust dich schon mal darüber, dass er zumindest das erkannt hat. Jetzt ist aber trotzdem, also auch solche Netze darüber zu spannen, dass sowas erkannt werden kann, ist ja für eine KI, sagen wir mal, eine Fingerübung. Das ist ja jetzt nicht schwierig. Das ist ja kein Datensatz, wo er irgendwie 4 Jahre dran rechnet, um dir dann zu sagen, du, wir sind bis jetzt immer in die falsche Richtung zum Mars geflogen. Wir hätten rechts rum abbiegen müssen und nicht links rum. Die Beschleunigung und die Gravitation hätten sich viel, viel besser aufaddiert, wenn wir da lang geflogen wären. Für viele Leute ist ja immer die Angst, dass A, auch die echten Mac-Jobs durch eine KI ersetzt werden können, weil eine künstliche Intelligenz, die einen Pfannenwender bedienen kann, der ist jetzt scheißegal, woher die Bratlinge kommen, der ist auch eigentlich egal, wie heiß die Platte ist, da würde die mit einer Infrarotkamera nochmal nachjustieren und könnte dir wahrscheinlich auf die Millisekunde genau immer denselben Garzustand eines x-beliebigen Burgers rausjagen. Das ist der schlimmste Fall. Nur in unserem Fall, wenn man jetzt mal wirklich die Forschung betrachtet, ist doch immer diese Riesenhoffnung, dass man sagt, wir schütten unsere Daten drin und dann liefert die uns den heiligen Gral der Zuverlässigkeit der Elektronik, sodass jede Lötverbindung mindestens 50 Jahre hält. Auch wenn es nur ein klatschender Osterhase ist und keiner aus der Industrie 50 Jahre haltende klatschende Osterhasen haben will. Richtig. Und im Endeffekt, diese ganzen Lebensdauerberechnungen, ne, sind ja der Ansatz dazu. Ja. Aber es ist dann, da braucht man dann wieder ganz viele Datensätze,
Na, gerade irgendwie zum Thema Zuverlässigkeit. Wenn ich im Endeffekt Fehlerbilder habe, ich brauche eine sehr große Anzahl, na, um dann irgendwie so ein bisschen die Statistik zu bedienen, an eine Klar. große Anzahl an Bauteilen, von denen ich weiß, welche Belastung haben sie im Feld während der Betriebszeit gesehen. Na, und das möglichst runtergerechnet auf Temperaturkollektive oder beziehungsweise Zeit, Temperatur pro Zeit, Feuchte pro Zeit über Jahre. Diese Daten gibt es sehr selten. So, dann brauche ich im Endeffekt wieder von diesen Bauteilen eine relativ hohe Zahl, gleiche Belastung. Dann brauche ich, um eine Belastungsveränderung, ne, gerade für eine Lebensdauer- und Zuverlässigkeitsfrage zu haben, brauche ich ähnlich viele Bauteile mit dezent anderen Belastungsgrößen in gleicher Größenordnung. Dann kann ich runtergehen und sagen, das ist der dominierende Fehlermechanismus, das ist die Reaktion, die passiert, das ist im Endeffekt oder zumindest runter, das ist das schwache Glied. Ne? Prinzipiell bei den meisten, also sagen wir mal so, da gibt es ja schon einiges an Datensätzen. Na, da gibt es ja denn dieses Tool der MTBF-Berechnung, die ja in den Siemens-Katalog Erfahrungswerte haben. Was leider da nicht mit reingeht, ist die Belastungsgröße. Das heißt, in welcher Anwendung war das? Wie viel Feuchtebelastung hatte ich? Wie viel Temperaturbelastung hatte ich? Wie viel Temperaturzyklen hatte ich? Ja. Ne, welche elektrischen Eigenarten hatte ich? Wie viel Überstrom habe ich bekommen? So eine Sachen sind aber, um im Endeffekt, also sind wichtig, um im Endeffekt eine zielführende Aussage zu bekommen bezüglich der Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Aber dann sind wir doch in diesem gesamten, sagen wir mal, Produktionsumfeld, wo ja auch immer wieder, wir müssen Industrie 4.0 und das muss noch mehr gesteuert, es muss noch mehr geregelt, das muss dieses. Haben wir doch das viel, viel größere Problem, dass wenn wir nicht schaffen, auf eine vernünftige, einheitliche Datenbasis zu kommen, die sich auch vernünftig aufzeichnen lässt oder zumindest so vektorisieren lässt, dass wir mit einem relativ geringen Speicherbedarf auch große Datensätze aufzeichnen können, um die dann später überhaupt für eine mögliche Fehleranalyse heranzuziehen, eigentlich schon wieder in die völlig falsche Richtung marschieren, oder? Dann greift wieder dieses Prinzip Erfahrungswerte. Na, also die Richtung, sagen wir mal so, irgendwie, wenn man alles auf Null drehen könnte und sagen würde, okay, wir sammeln jetzt alle Daten. Na, und es gibt ein Konglomerat an Firmen und alle schmeißen die Daten zusammen. Dann kann man dieses machen. Na, aber dann sind wieder Wettbewerbsvorteile, die manch einer hat, würden sich negieren. Na, und im Endeffekt ist es doch eigentlich so, dass kein Anwender möchte seine Schwachstellen im System, womit er negative Erfahrungen hat, an denen er gerade arbeitet, öffentlich machen. In dem Moment, wenn ich aber quasi kommunal daran arbeiten möchte und einen Schritt weiterkommen möchte, Erkenntnisgewinn generieren will, muss ich ja auch Daten zur Verfügung stellen und damit mache ich mich ein wenig offen und angreifbar. Wir waren ja jetzt eigentlich gerade am Ende des letzten Themas, bevor wir eine kurze Pause gemacht haben, auch bei den Umweltaspekten. Also egal, welche Technik oder Technologie man entwickelt, wir bewegen uns ja alle zusammen auf genau einer Erde mit einer Grundgesamtheit von Ressourcen. Wenn wir uns jetzt wirklich auch gerne dieses Beispiel von diesem kleinen Elektroautohersteller angucken, ich glaube ja, dass da viel fortschrittliche Technologie ist. Ich glaube auch, dass das die Entwicklung des Unternehmens als solchem und vielleicht so ja der Elektromobilität als solcher einen Vorschub geleistet hat. Aber was ich mir dabei wirklich nicht erklären kann,
ist, dass das nicht auch eine Form von, also früher wurden Menschen als Sklaven gehalten, ich glaube, heute werden Ressourcen als Sklaven gehalten und einfach ausgebeutet auf Teufel komm raus. Ja. Und damit wird Reichtum generiert. Das heißt einfach nur, irgendwo auf der Welt hole ich ganz billig nach Möglichkeit irgendwas aus der Erde, weil ich den anderen mit dem vielen Geld ganz teuer verkloppen kann. Aber wenn das alle ist, dann ist doch diese Entwicklung eigentlich jetzt im Ansatz schon Blödsinn. Gibt es denn überhaupt einen Fokus auf Prozesse und Technologien, die wirklich nachhaltig funktionieren? Es gibt einen Fokus, der aber wieder dadurch getrieben ist, dass er aus Schmerz generiert wird, wenn der Leidensdruck zu groß ist. Okay. Wenn im Endeffekt, es gibt so eine Studie derzeit, wenn im Endeffekt von heute auf morgen alle Verbrennungsmotoren durch Elektromobile, die mit Lithium-Ionen-Akkus angetrieben werden, ausgerüstet werden. Also wenn ich ein Shift von 1 zu 2 mache, also von Verbrenner zu, reichen die Vorkommen, die derzeit bekannt sind, an Lithium nicht aus. Es gibt keine reinen Lithiumminen, sondern Lithium wird in der Regel immer als Nebenprodukt abgebaut. Das heißt, du hast eigentlich eine Mine, die hauptsächlich was anderes liefert oder was anderes abgebaut wird, und Lithium wird dabei gefunden und mit abgebaut. Also ein Beifang. Ein Beifang, genau. So, es gibt es gibt bekannte Vorkommen, wo sich aber ein Abbau eigentlich zu den derzeitigen Preisen, so wie im Endeffekt Lithium auf dem Markt ist, noch nicht richtig lohnt. Bekannt ist aber schon, dass die Ressource Lithium an sich nicht wächst, also es ist nichts Nachwachsendes, es ist nichts, wo man davon ausgehen kann, ich habe ein unendliches Reservoir und kann bis unendlich daraus schöpfen. Von daher ist es, gibt immer phasenweise Materialien, das sind auch so eine Sachen, gerade in der Elektronikfertigung, seltene Erden zum Beispiel, die dann entweder politisch getrieben, weil im Endeffekt gibt es nur China als Produzent für seltene Erden, ist aber im Moment noch notwendig für die Elektronikfertigung, und es gibt keine wirkliche Alternative. Es gab dann politische Streitigkeiten, wo dann da im Endeffekt nach Alternativen gesucht wurde. Diese Streitigkeiten wurden aber dann beigelegt, sodass wir im Endeffekt wieder in einem Marktsystem sind, wo wir im Endeffekt alles aus China bekommen. Damit macht man sich natürlich angreifbar, und also rein von der Ressource her politisch angreifbar. Na, und im Endeffekt ist es genauso auch mit anderen Ressourcen, die nicht in unendlicher Menge zur Verfügung stehen und natürlich abgearbeitet werden. Und gerade da ist so diese Frage, also sagen wir mal so, die Elektromobilität an sich ist ein System, was langfristig funktioniert, oder ne, wo man langfristig hinkommen wird. Die Lithiumzelle als Speicher und Energielieferant wird definitiv nicht so lange halten wie der Otto oder der Benzinmotor. Das heißt doch aber, dass diese, also wenn wir jetzt mal wieder runterkommen auf die Prozesse und Technologien, ja? Das heißt also, die Technologie Elektromobilität kann auch durchaus nachhaltig sein, weil im Endeffekt, selbst wenn sich da mal eine Bremsscheibe verbraucht oder wenn sich da Bremsbeläge verbrauchen oder der Elektromotor vielleicht irgendwann nicht mehr den Wirkungsgrad hat, den er haben sollte, kann ich ja aus den restlichen Materialien mit Recycling eigentlich fast eins zu eins wieder neues Kupfer, neues Eisen oder sonst irgendwas generieren, um daraus wieder andere Sachen zu bauen.
Der einzige Knackpunkt ist diese bescheuerte Speicherzelle. Nicht ganz. Okay. Die Speicherzelle, ja, wobei auch die kann man schon zum Teil recyceln, noch nicht so kosten. Also da ist es auch wieder der Punkt irgendwie, ne? Wie groß ist der Schmerz? Da ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Auch im Elektronikrecycling werden ja noch nicht alle Materialien wiedergewonnen, sondern im Endeffekt werden nur die wertvollsten Materialien und ein Großteil der Materialien geht dann in Asche raus. Na, wird Das dann heißt im also, um das Gold und das Silber aus einer alten Leiterplatte rauszuprügeln, verbrenne ich den anderen Müll einfach und warte auf den richtigen Schmelzpunkt und gucke dann, ach guck mal, jetzt schwimmt das eine oben, danach schwimmt das andere oben. Richtig. Im Na, Endeffekt herzlichen ist Glückwunsch. im Endeffekt so, und diese ganze Polymerstruktur, also ne, die Epoxide, die Glasfasern, gut, die Glasfasern irgendwie. Ja, die verarschen denn auch zum Teil, aber im Endeffekt ist es immer die Entscheidung beim Recycling, wie viel habe ich wovon, was ist das Wertvollste und danach wird dann entschieden irgendwie und dann ist im Endeffekt viel, was, also na, im Endeffekt versuche ich so viel wie möglich rauszubauen, um im Endeffekt einzelne Materialien zu separieren. Dieses kann ich aber nur bis zu einem gewissen Grad machen. Ich werde im Endeffekt Kupfer, Nickel, Gold nicht voneinander galvanisch abgeschieden, nicht voneinander trennen können. So, ergo wird das Ganze denn zum Teil geschreddert und dann geht es über eine thermische Behandlung. Ne, und im Endeffekt versuche ich aus der Schmelze das rauszukriegen, womit ich am meisten Geld verdienen kann, zum einen, wovon ich als Ressource am wenigsten habe. Eine Ressource, die selten ist, ist immer teuer, ne, spielt dann wieder mit dem Geld zusammen. Und dann wird entschieden, Das auf ist so was ein ich den bisschen auch Fokus jetzt gerade lege. wieder in der derzeitigen Phase der Weltentwicklung. Auf einmal lohnt sich diese ganze Ölschieferauspressung ja nicht mehr, weil so wenig gefahren wurde, also ist der Ölpreis unten. Spätestens in ein, zwei Jahren, wenn alle wieder wie bekloppt mit ihren Riesenschiffen über die Weltmeere fahren, dann lohnt es sich auch wieder Ölschiefer auszupressen. Aber jetzt kommen wir mal wirklich in unseren Betrieb. Viele Betriebe haben ja, glaube ich, den Irrglauben, dass sie schon nachhaltig agieren, wenn sie einfach nur eine Abfallwirtschaft haben und da auf die gesetzlichen Vorgaben reagieren. Also trenne deinen Müll. Sieh zu, dass du alle Lacke, Lösungsmittel mit Lösungsmitteln, getränkte Tücher und so weiter und so fort in die verschiedenen Töpfchen machst und die den vernünftigen Aufbereitern, Entsorgern oder sonst was zur Verfügung stellen. Das hat doch aber in einer klassischen akademischen Sicht nichts mit einer nachhaltigen Entwicklung von Technologien zu tun. Weil müsste nicht eine Nachhaltigkeit in einer bestimmten Technologie auch den Aspekt, den du gerade gebracht hast, ja mit in Betracht ziehen? Was wird denn perspektivisch die nächste knappe Ressource? Und kann ich nicht jetzt schon zum Beispiel einen Klebeprozess etablieren, der mich vielleicht davon entkoppelt, wieder nur noch ein Süchtiger zu sein, der darauf wartet, dass der nächste Dealer mir den teuersten Kleber der Welt verkauft? Ja, dieses kann ich, ne, diesen Ansatz kann ich fahren. Und im Endeffekt werden ja auch alle 3 bis 4 Jahre Materialien bewertet auf ihre zum Teil also ne, das toxische Verhalten, zum anderen Teil darauf, ob sie dann auf die im Endeffekt schwarze Liste kommen oder auf die rote Liste, dass sie nicht mehr verwendet werden können. Beispiel ist ja bleifrei löten. Da hieß es denn, okay, Blei soll eingespart werden. Es ist noch zum Teil mit Sondergenehmigungen verwendbar, aber eigentlich wurde da sehr stark dran gearbeitet, bleifreie Lote zu entwickeln, die Prozesse dafür zu entwickeln und diese auch zuverlässig in Anwendung zu bringen und die Anwendung irgendwie quasi auch zuverlässig laufen zu lassen.
Diese Materialien werden zyklisch immer wieder bewertet und da kommen dann immer mehr auf die Liste drauf. Aber auch das ist wieder eine Frage, wie stark ist es oder wie sicher ist es, dass eine Ressourcenknappheit da passiert? Da ist dann viel und im Endeffekt eine Entwicklung. Wenn man sich mal vor Augen führt, was im Endeffekt die Entwicklung von bleifreien Loten im Endeffekt gekostet hat, was das für ein Aufwand war, was da für Kosten dahinter standen, das ist schon signifikant gewesen. Und wenn ich im Endeffekt im voreiligen Aktionismus oder reingehe und sage, gut, ich gehe in Materialien oder Änderungen von Materialien, wo ich nicht eine hundertprozentige Sicherheit habe, dass sie verboten werden zum Zeitpunkt X oder dass sie dann nicht mehr vorhanden sind. Das sind dann immer Vorlaufkosten, die ich habe, die ich auf Risiko arbeite. Und das ist so, wer möchte dieses Risiko tragen? Naja, aber gewappnet sein kann ja durchaus auch ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn dann eben schnell mal was passiert. Also gerade Lieferketten sind ja heutzutage weltweit verteilt. Und egal welches Material es ist, sobald du mehr als deinen Sandkastenkumpel in der Lieferkette hast, solltest du zusehen. Bestes Beispiel VW, wo, glaube ich, eine bulgarische Großfamilie irgendwann alle Sitzstofflieferanten zusammen aufgekauft hatte und dann einfach da stand und so, übrigens alle eure Zulieferer hören uns jetzt. Wollen wir nochmal über was ist letzte Preis reden? Solche Situationen hat man jetzt in der Metallindustrie oder auch in der verarbeitenden Industrie von Elektronik noch nicht erlebt. Nur wenn wir gerade bei Umweltaspekten uns überlegen, so innerbetriebliche Herangehensweise, jetzt haben wir diesen wirklich weit etablierten Teil der Abfallwirtschaft. Dafür gibt es auch externe Beraterfirmen, dafür gibt es Zertifizierungsfirmen. Da gibt es ja wirklich ein breites Feld, die dir dabei helfen, den gerichtlichen Regularien also alles einzuhalten. Jetzt kommt aber der nächste Punkt. Wir wissen ja zum Beispiel heutzutage auch, dass unser Markt meist nicht lokal begrenzt ist, sondern relativ global ist. Und in vielen skandinavischen Ländern, Schweden, Norwegen, wir hatten letztens eine Delegation der lappländischen Entwicklungsgesellschaft, die mal fragen wollten, wie unsere Startups hier in Berlin aufgestellt sind. Und dann haben die uns mal gezeigt, was da oben so bei ihnen los ist. Natürlich haben die eine andere Bevölkerungsdichte und natürlich haben die eine andere Natur. Aber deren Überlegungen, wo die hinwollen, wo die wirklich sagen, also spätestens 3 bis 4 Jahren wollen die Reparaturverpflichtungen für Elektronik etablieren. Also wirklich sagen, und selbst wenn es nur der Osterklatschhase ist, ihr habt hier einzureichen, wie ist das Teil zu reparieren? Gibt es überhaupt alle Tools? Gibt es überhaupt alle Prozesse? Gibt es überhaupt alle Technologien, das entweder zu reparieren oder wirklich wieder in seine Bestandteile zu legen? Das müsst ihr nachweisen, sonst dürft ihr das hier nicht mehr verkaufen. Also solche Überlegungen gibt es ja in sehr naturnahen und sehr weit entwickelten Industrien durchaus. Muss ich da als deutscher Zulieferer überhaupt schon drüber nachdenken oder kann ich sagen, naja, sollen Sie erstmal mit um die Ecke kommen, dann mache ich mir den Kopf und dann werde ich schon irgendjemanden finden, der mit so Schräbfliegs haben will. Prinzipiell ist man mit den ganzen rechtlichen Regularien in Deutschland schon so aufgestellt, dass man eigentlich, man muss Geräte zurückgehen, die müssen in einen Zulauf, was allerdings noch oder in einen Rücklauf sollte recycelt werden. Na, du kannst Elektronik nicht im Hausmüll entsorgen, das ist gesetzlich verboten. Das heißt, es geht schon irgendwie auch da zurück. Was allerdings noch ein wenig schwimmend ist, ist, wie viel der Anwendung des Produktes muss ich recyceln. Und das ist nicht festgelegt, dass das 100% sind. So, das heißt, Teile, ne, jedes Elektronik, also Batterien, da gibt es schon die
die Verordnung, dass die im Endeffekt zurückgenommen werden müssen. Und jeder, der ein Gerät mit einer Batterie verkauft, muss auch im Endeffekt eine nachweisen, dass er sich in irgendeiner Form an einer Rückführung beteiligt. Und es ist nicht so, dass da in Deutschland bei den Produkten sich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht wird, gemacht werden und so nach dem Motto, ich baue es einfach, schmeiße es in den Markt und na, da gibt es Wege, die nachgewiesen werden müssen und die beschritten werden müssen. Aber wie gesagt, beim Recycling von Elektronik ist halt im Moment noch, es ist nicht Gesetzessprechung, dass es 100% sein muss. 100% wäre ein technologischer und auch ein kostentechnisch sehr hoher Aufwand, wo dann im Endeffekt derzeit noch so dieses Neukaufen oder im Endeffekt Ja. mein Material so nehmen oder recyceltes Material nehmen. Wobei dann auch wieder bei recycelten Materialien ja immer je nach Materialfraktion sind da gewisse Temperaturschritte drüber gelaufen. Temperatur wieder als Promoter von Degradationsmechanismen und Beschleunigung. Na, und da ist dann so, wie viel recyceltes Material kann ich wieder in mein neues System nehmen, um gleiche Performance, gleiche Zuverlässigkeit zu haben und muss ich nicht noch frisches Material beimischen? Das Das sind heißt so meine. also gerade, also wir kennen ja beide aus unserer Praxis so die Anzahl der Reflow-Zyklen, die zum Beispiel über bestimmte Sachen drüber gelaufen sind Richtig. ja da meist schon immer, manche sagen, du, mehr als drei möchte ich nicht, der andere sagt, 8 bis 8 jätet und irgendjemand sagt, oh, wir haben schon zuverlässig mit 50 gemessen. Kommt drauf an, kann man, muss man. Aber wenn wir jetzt mal zu diesem letzten Punkt der Umweltaspekte kommen, die Herausforderung der nächsten Jahre. Jetzt reden wir ja hier quasi auch aus dem Elfenbeinturm der Europäischen Gemeinschaft und aus der Spitze des Elfenbeinturms Deutschland. Wir sind aber, haben wir eben schon festgestellt, in wirklich weltweiten Märkten unterwegs, auch mit unseren Produkten, Produktgruppen, Technologien. Und andere haben einfach, wie ich das immer auf meinen Reisen gesehen habe, große Löcher in der Erde und in diese großen Löcher in der Erde schmeißen die einfach alles rein, was sie nicht mehr brauchen können. Oder es gibt Landstriche, da lassen sie ganze Fabriken stehen und dann verrotten die da halt die nächsten 50 Jahre. Wir müssen uns ja lokal an unsere gesetzlichen Vorgaben halten, arbeiten also unter einer völlig anderen Randbedingung als jemand, der sagt, oh ja, nee, wir, stimmt, wir brauchen ein neues Handy, dann bauen wir eine neue Halle, die da drüben brauchen wir nicht mehr. Nee, die bauen wir nicht zurück. Nee, die wird jetzt nicht abgetragen und Asbest und Stahl und sonst was auseinandergenommen. Nee, das lassen wir einfach stehen. Das heißt also, die Kosten, die halbe Milliarde, die du hier vielleicht brauchst, um irgendwo ein altes BMW-Autowerk abzutragen, um ein neues zu bauen, die haben die anderen nicht mit auf der Kappe und können Richtig. dementsprechend natürlich auch in einem völlig anderen Preissegment unterwegs sein. Haben wir denn überhaupt eine Chance, wenn man das als Herausforderung sieht, mit unseren Regularien, aber vielleicht auch unserer fortschrittlichen Technologie in diesem Bereich der Nachhaltigkeit, Mehrwert zu schaffen, der auch von Kunden akzeptiert wird? Kundenakzeptanz, das ist genau irgendwie das, was da den Ausschlag gibt. Leider ist gerade auf Kundenseite diese Mentalität Geiz ist geil sehr stark Diffundiert. genau, und sehr dominant geworden. Und das ist, wenn ich im Endeffekt eine Breite, also wenn der Markt, also wirklich der Kunde, der Konsumer, wenn da eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein, auch ein Nutzungsbewusstsein entsteht, dann
können wir wirklich einen großen Mehrwert schaffen. Früher war es zum Beispiel ja das Label Made in Germany. Na, da wurde dann quasi da rein interpretiert, oh, große Zuverlässigkeit, na, sehr stabil, hochwertig. Na, und das war Tatsache irgendwie eine Kaufentscheidung. Obwohl es ja eigentlich im Ursprung sogar mal anders gemeint war. Die Engländer haben ja Made in Germany entwickelt, weil deutsche Scherenschleifer englische Scheren kopierten und die zur Hälfte des Marktpreises anboten. Und als Strafe haben die Engländer gesagt: Nee, pass auf, ihr mit euren Billigscheren, da stempeln wir jetzt mal schön drauf Made in Germany. Die Scherenschleifer haben dann aber gesagt: Nee, wir machen aber auch noch geilere Qualität als ihr. Also, das ist ja zum Beispiel mal so ein Label, was sich wirklich von seiner inhaltlichen Bedeutung umgekehrt hat. Erst war es quasi so ein Kainsmal, hergestellt in Deutschland. Das Und war der dann wird. Hint, ne? Genau. Das war der Hintergrund dabei. Na, und das ist genauso irgendwie. Es gibt schon Firmen, die Produkte, Konsumerprodukte auf den Markt bringen, die einen sehr hohen Anteil an recycelten Materialien haben. Ja, das sind zum Beispiel Staubsauger, wo im Endeffekt das Gehäuse zu 100%, nicht wirklich zu 100%, aber zu einem sehr hohen Anteil recycelt wurden. Zu 100% deswegen nicht, weil du immer eine gewisse Beimischung brauchst, um das Verhalten irgendwie aufrechtzuerhalten. Ne? So, Genau. aber im Endeffekt mehr als 80% recyceltes Material sind da drin, in dem Gehäuse. Und dieses mit ne, genauso, wenn du das labelst, und es gibt bestimmt, und es gibt auch Konsumenten, die sind derzeit noch allerdings in der Minderzahl, die dann auch einen Mehrpreis dafür in Kauf nehmen würden, um dieses Label, um sich im Endeffekt ein, man kann es flapsig sagen, ein gutes Gewissen zu erkaufen, ne, zu so einem Produkt greifen. Ja, oder einfach auch wirklich ihren, wie Dran man ja in glauben. der Industrie heute mal wieder sagt, meinen Fußabdruck zu verschlanken, Genau. im Verbrauch von bestimmten Ressourcen. Also Richtig. ich selber brauche vielleicht alle 10 Jahre einen Staubsauger, aber wenn ich zum Beispiel eine Reinigungsfirma bin und sage, ich kaufe pro Jahr 400 Staubsauger, habe ich ja immer die Entscheidung, ich kann jetzt zweimal 400 der billigsten Billigklasse kaufen. Oder sage eben, nee, ich kaufe 400 der qualitativ hochwertigsten. Und da wir das sowieso über unsere Kundenpreise an den Endkunden weitergeben können, machen wir das auch mit Staubsaugern, die A, nachhaltig entwickelt wurden und die B, eben auch einen qualitativen Anspruch befriedigen, den ich in meinem Business auch als Mehrwert verkaufen kann. Dass man eben sagt, wir saugen nicht nur gut, wir saugen auch ökologisch nachhaltig für Sie. Richtig. Und prinzipiell im Endeffekt, also da ist, ne, man kann, also diese Brücke kann man anfangen als Produzent zu bauen oder als Anbieter, aber im Endeffekt muss man dem Kunden einen Anreiz geben, um über diese Brücke zu gehen. Im Endeffekt, ne, also sagen wir mal so, der größte Teil Elektromobilitätsanwender, also elektromobilen Fahrzeugen, diese Schere, ab wann rechnet es sich, die höheren Investitionskosten bei Anschaffung des Autos durch den anderen Verbrauch, sagen wir mal so. Ich möchte nicht sagen kostengünstigeren Verbrauch, aber na, im Endeffekt die Nachteile, ich brauche länger beim Tanken quasi, beim Laden irgendwie, Ladezeiten sind meist länger als an der Tankstelle. Ne, diese ganzen Einschränkungen, die ich mir durch ein Elektrofahrzeug also mit Als erkaufe, Rucksack mit UV, ja. wobei die Einschränkungen sind nur ein anderes Nutzungsverhalten.
Ja, im Endeffekt, ich habe jetzt mich natürlich über Jahrzehnte an ein Nutzungsverhalten beim Verbrennungsmotor. Das ist jetzt ein anderes System. Er hat auch ein anderes Verhalten, so kann auch ein oder sollte ein anderes Verhalten zur Folge haben, um optimiert irgendwie oder optimal die gleiche Funktionalität zu bringen. Aber die Kosten von Elektrofahrzeugen sind ja im Vergleich gleiche Klasse, als Verbrennungsmotor doch noch signifikant höher. So, aber da ist es im Endeffekt Tatsache, der Kunde, ne, oder der Anwender, der sagt, für mich persönlich, für meine Eigenhygiene ist es aber wichtig, dieses Gefühl oder ne, ein Beitrag für einen Umweltschutz zu haben Aber da kommen wir oder zu genau tragen. bei dem Punkt schon, zu dem nächsten. Wir haben ja auch noch so ein erlerntes Verhalten, dass wir uns daran gewöhnt haben, ein Auto zu besitzen. Wenn wir es wirklich einfach runterbrechen, haben wir ein viel größeres Problem, dass wir sagen, es werden ja viel mehr Autos produziert, als auf der Straße benötigt werden. Weil die eigentliche Dienstleistung, auf die wir abzielen, ist ja nur, ich möchte individuell von A nach B. Das ist bei mir jetzt dummerweise, weil ich auch noch sehr viele Fahrräder habe, die gerne von A nach B fahre, gleich in den Besitz eines VW-Busses oder eines großen Busses mündet, ist ja eigentlich schon per se bescheuert, weil ich fahre den im Jahr, weiß ich nicht, 40 Tage. Da kann man schon mal durchrechnen, wie viele Tage der eigentlich steht. Der steht also dem Wirtschaftskreislauf überhaupt nicht zur Verfügung. Ich habe aber eine riesen Ressource an Blech, an Öl und sonst was alles dem eigentlichen Kreislauf entnommen und es steht total sinnlos rum. Damit könnte ein Kleinsttransportunternehmer in Berlin wahrscheinlich sein gesamtes Jahressalär verdienen, nur mit der Standzeit meines Autos, einfach weil ich so bekloppt bin und weil ich gelernt habe, ich möchte ein Auto besitzen. Das heißt Nein. also, wir haben ja auch noch Nebeneffekte, die vielleicht selbst wenn man von einem höheren Preis Elektromobilität ausgeht. Aber wenn ich dann eben sage, okay, eigentlich lebe ich so gut eingebettet, ich möchte nur ab und zu mobil sein, möchte dann aber eben ein Carsharing und da nur Elektro. Ist das noch eine Chance, das weiter zu, also die Effizienz des Gesamtsystems runterzuschrauben, oder sind wir dazu schon wieder zu individuell als Mensch? Ich glaube auch nicht, dass es dieser Besitzanspruch ist, ich möchte ein Auto, sondern ich würde einfach noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde behaupten, irgendwie, das ist einfach nur der Freiheitsgrad zu entscheiden, innerhalb kürzester Zeit von A nach B zu fahren. Nicht die Fahrtstrecke, sondern die Entscheidung. Ich fahre jetzt, ne, du kannst jetzt gleich Ich muss aufstehen, zum nimmst dein, Bäcker. genau, und gehst runter und musst dich nicht erst darum kümmern, einen fahrbaren Untersatz zu bekommen, sondern du hast den Freiheitsgrad, du bist von einer Sekunde auf die andere, hast du diese Entscheidung und du hast das Zugriffsrecht. Du hast eine kurze Zugriffszeit auf dein Automobil. Wenn vor deiner Tür ein Carsharing-Fahrzeug stehen würde, auf dem gleichen Parkplatz und du genau wüsstest, Es ist immer da. es ist immer da und ich will jetzt fahren und kann fahren und vor allen Dingen auch ohne zu planen. Vielleicht kommt mir spontan auch die Idee, oh, ich mache noch eine Biegelänge, also ich bin noch mal eine halbe Stunde länger unterwegs. Ich muss mich also nicht zeitlich nach anderen richten oder ne, ich habe eine uneingeschränkte Zugriffszeit oder Zugriffsmöglichkeit auf das Fahrzeug. Wenn das gegeben wäre, würdest du voraussichtlich ganz anders denken? Heißt aber trotzdem, dass natürlich die Herausforderung nicht nur auf der Industrieseite ist, zu optimieren und nachhaltiger und bessere Systeme, die sich recyceln lassen, Kreislaufwirtschaft etc., sondern wir sind ja eigentlich auch bei einer Etablierung neuer Denkprozesse auf Kundenseite. Richtig. Es ist die Industrie oder die technologische Umsetzung kann, na, also das ist so ein gewisses Henne-Ei-Problem. Die Technologie oder das aus der Fertigung, aus der industriellen Umsetzung können erste Schritte gegangen werden, um auf diesen Weg zu gehen.
Aber im Endeffekt, das wurde jetzt auch in der Vergangenheit durch gewisse Ansätze versucht, im Endeffekt den gesunden Menschenverstand irgendwie der Konsumenten anzuregen oder im Endeffekt da dieses Gefühl zu bringen, irgendwie, oh, ich möchte selber was für die Umwelt tun. Auf der anderen Seite ist aber auch gesellschaftspolitisch da ein gewisser Schritt zu gehen, um in diese Richtung zu lenken. Ja, Ja, aber das dann. ist was zum Beispiel gerade ist jetzt ein ganz anderer Bereich, aber was jetzt gerade in der Lebensmittelindustrie passiert, ist ein bewussterer Umgang mit Fleisch. Na, und gerade Definitiv. so eine Negativbeispiele, wie es jetzt irgendwie gezeigt wurde, wieder, aber das sind im Endeffekt Missstände, die sind gewissen Stellen jetzt schon über Jahre bekannt, aber es ist es ist quasi immer laufen gelassen worden. Also. Also müsste die gesamte Gesellschaft eigentlich auch daran arbeiten, blinde Spots mal wieder ins Rampenlicht zu holen und nicht zu Richtig. sagen, wir blenden den Schrott aus. Denn auch viele Sachen, die man heute so hört, sei es jetzt Schuhe aus Ocean Plastic oder sonst irgendwas, da ist für mich immer die Frage, ist es jetzt einfach nur ein Marketing-Gag, also dieses berühmte Greenwashing von irgendwelchen Produkten, oder tun die jetzt wirklich was für die Umwelt? Also, haben die jetzt wirklich schon die erste autarke Insel, die irgendwo auf dem Ozean Plastik einsammelt? Aber wie wir auch gelernt haben, es ist ja stellenweise gar nicht die große Plastik, die wir sehen, sondern es ist die Mikroplastik, die in Kugeln vorliegt, dass die einfach so scheiße klein sind, dass die später auch in unseren Fischstäbchen sind. Richtig. Und dass sie im Endeffekt jetzt nicht mehr greifbar sind. Na, und das ist so eine Sache, irgendwie, da kommt man nicht mehr ran. Aber wieder zurück aus diesen man lernt nur aus Erfahrungswerten. Heutzutage ist es eigentlich üblich, also ne, im Endeffekt ist es schon so, dass ein stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft in irgendeiner Form geschaffen und initiiert werden sollte. Das heißt, irgendwie früher war es nicht üblich, dass jeden Tag Fleisch, Wurst gegessen wurde. Und im Endeffekt ist jetzt alles auf Schnelligkeit und Masse optimiert worden und nicht mehr auf, ich möchte nicht sagen, nicht auf Qualität, aber auf Bewusstsein. Na, das im Endeffekt gehört Fleisch eigentlich dazu und man nimmt es nicht mehr mit einem Bewusstsein wahr, was es eigentlich verdient. Ja, Was aber prinzipiell. dummerweise auch damit zusammenhängt, die berühmten Chicagoer Schlachthöfe werden ja immer in fast jeder zweiten Grafik als, ich glaube, zweite industrielle Revolution mit angebracht. Also das automatische Töten und Fließband zerlegen von Tieren wird ja immer als Teil der industriellen Revolution mitgefeiert. Da könnte man aus heutiger Sicht natürlich sagen, ja, das war damals einfach notwendig, um die gewachsenen Städte, die großen Ballungsräume überhaupt noch mit Nahrung zu versorgen. Auf der anderen Seite könnte man aus der jetzigen Sicht auch sagen, ey, aber rein ethisch, musste es wirklich irgendwann dazu kommen, dass man eine Industrie draus macht? Also ist vielleicht auch manchmal die Frage, muss alles so industrialisiert sein, um einer anderen Industrie Vorschub zu leisten, die vielleicht auch in völlige Irre führt. Das ist natürlich ein gefährlicher Ansatz, Schon fast weil, philosophisch. ja genau, ne, weil Ethik, ne, Ethik ist das irgendwie, dass man in den Spiegel gucken kann. Warum wurde, ne, das wurde zum einen gemacht, damit größere Städte mit Fleisch versorgt werden können. Prinzipiell hätte man es aber auch machen können auf einer größeren Fläche mit mehr Arbeitern, die dann im Endeffekt ja auch mehr Geld gekostet hätten. Also war im Endeffekt dieser Industrialisierung und Automatisierung ja eigentlich nur wieder eine Gewinnoptimierung. In gleicher Zeit, mit gleichem Personal, also mit gleichem wegfließenden Geld, eine größere Menge zu schaffen. Und Ethik und Maximierung des Gewinns, das läuft
komplett konträr gegeneinander.